Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ich habe euch im letzten Video diese wunderschöne Karte gezeigt. Und zwar ist es eine besondere Kartenform, ganz schön für den Herbst geeignet. Und ich habe mir gedacht, weil da so viele Reststreifen übrig bleiben, die ihr hier so im Hintergrund seht, mache ich ganz spontan mit euch eine Karte dazu. Und ja, wir werden einfach sehen, was da rauskommt. Ich bin gespannt und das Video zu dieser schönen Karte, das verlinke ich euch hier oben unter dem weißen i. Dann könnt ihr gerne auch diese Karte nachbasteln, die ihr natürlich auch zu anderen Anlässen oder ganz anders nicht so herbstlich gestalten könnt. Aber wir haben natürlich jetzt von dieser Karte jede Menge Streifen übrig. Und die habe ich mir jetzt ein bisschen mal hingelegt und ein bisschen aufgefächert. Und ich habe noch eine Restkarte und dachte mir, vielleicht passt die da ganz gut. Und ja, probiere jetzt einfach mal mit der eine schöne Karte zu entwerfen. Diese Kartengrundform hier messe ich euch mal kurz aus. Also diese Karte ist 28 cm lang an der langen Seite, ist gefalzt bei 7 und bei 21 cm und hoch ist sie 14 cm. Also die hatte ich einfach noch in meinem Papier liegen. Die habe ich jetzt nicht extra zugeschnitten, aber das ist bestimmt eine coole Kartenform und eignet sich vielleicht auch ganz gut, da ein bisschen zu zaubern. Okay, und jetzt würde ich sagen, machen wir als erstes noch ein bisschen Papierzuschnitt. Ich nehme jetzt noch ein Reststück in Grundweiß. Und schneide mir jetzt innen rein einmal 13,5 mal 13,5. Das ist dann sozusagen das Beschriftungsteil für innen rein. Halten wir es mal kurz hin, ob es passt. Ja, passt super. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um außen, um unsere Streifen. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich habe irgendwie so im Kopf, wenn ich die Streifen einfach hier so anbringe, könnte das ein lustiges Muster ergeben und vielleicht, machen wir es mal so, wäre das auch eine lustige Öffnung für die Karte. Also ich würde es jetzt einfach mal so machen, dass ich mir diese ganzen Farbkarton-Reststücke einfach so ein bisschen überkreuzt anordne, aufklebe und dann abschneide, vielleicht noch an die richtige Länge, das werde ich dann gucken. Und da lasse ich euch jetzt aber ein bisschen Musik laufen, weil das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, aber so seid ihr dann am Entstehungsprozess auf jeden Fall voll beteiligt. Okay, ich habe mir jetzt einfach mal als Probe ein Stück Olivgrün ausgeschnitten mit dem Maß 13 × 13 cm, habe die Streifen aufgeklebt, das muss nicht gerade sein hier oder so, also das passt, oben ist es noch schön gerade gewesen, aber das soll ja eigentlich so eine richtig schöne Streifenkarte werden. Und das werde ich mir jetzt in der Mitte bei 6,5 cm auseinanderschneiden. Und ich dachte mir, von der Deko bleibe ich auch relativ nah bei diesen vorherigen Karten, also dass man sieht, dass man mit dem gleichen Set eine ganz, ganz andere Karte erschaffen kann sozusagen. Und habe mir jetzt hier mal auf die Stanzmaschine eine große Kreisstanze gelegt. Die ist aus dem Set Naturverliebte Kreise, hätte diese Bestellnummer hier unten. Und die Bestellnummer hier oben ist ein altes Set. Und zwar ist das mit diesen Schneeflocken, da gab es zwei so schräge Teile dazu. Also das hier oben, das habe ich auf Pergamentpapier jetzt mal einfach als Deko für unten rein, aber wenn ihr das nicht habt, das ist kein Problem, weil dann schneidet ihr euch einfach irgendwie was zu, was so ähnlich ist oder nur ein Streifen und macht ein Fähnchen draus oder so. Also da könnt ihr in der Deko auch schauen, wie ihr es gerne machen wollt und wie ihr es gerne haben wollt. Das Besondere hier ist natürlich, dass es bestickt ist, deswegen das noch so ein kleiner Hingucker. Ich finde das ganz schön. Ich glaube, man sieht es in der Kamera sowieso gar nicht so gut, aber genau, das ist auf jeden Fall toll. Und dann haben wir hier auch noch so eine schöne Kreisstanze. Und dann geht es schon mal ein bisschen ans Dekorieren. Okay, und dann geht es ein bisschen an die Deko. Ich habe jetzt hier rausgesucht das Stempelset Liebe über alles. Zum Geburtstag mögen all deine Wünsche wahr werden.
Ich brauche wieder viele Geburtstagskarten. Und ich nehme auch die Stempelfarbe Waldmoos und stempel mir jetzt einmal den Spruch vorne drauf zum Geburtstag auf den schönen Kreis. Vielleicht sogar so ein bisschen versetzt nach unten. Und mögen all deine Wünsche wahr werden, kommt dann innen rein. Vielleicht nach oben. Hoffentlich wird es jetzt gerade. Ja. Und das ist eine sehr satte Stempelfarbe. Da ist viel drin. Und dann habe ich an einen Magnetverschluss gedacht, weil das einfach ein bisschen was Besonderes ist. Also mal gucken. Ich würde es jetzt so machen, dass ich das schon mal innen reinklebe. Also da könnte man noch viel draufstempeln oder das noch anders ausdekorieren. Und man könnte zum Beispiel auch hier an der Seite noch was reinmachen. Und die eine Seite klebe ich jetzt schon mal auf. Okay, und um die Karte zusammenzubauen, habe ich mir gedacht, wir könnten hier einen kleinen Magnetverschluss unterbringen. Und habe jetzt die eine Seite schon mal angeklebt und werde mir das Etikett dann so über die Mitte machen und im Hintergrund das Magnetteilchen aufkleben. Das heißt, ich nehme mir einfach meine zwei Magnete zusammen und setze mir das jetzt einmal hier unter mein Etikett rein und werde mir das wahrscheinlich dann unter das andere Designerpapier kleben und hoffen, dass der Magnet dann noch stark genug ist. Und dafür nehme ich mir einfach nochmal so einen kleinen Klebepunkt und klebe mir den jetzt auf meine beiden Magnete. Also man sieht hier, ich habe hier einen Kleber, der ist direkt am Papier, dann kommen meine beiden Magnete und daneben nochmal ein kleiner Klebepunkt, damit wir die richtige Stelle fixieren. Und dazu mache ich es jetzt so, dass ich mir die Hälfte von dem Etikett schon mal anklebe, aber wirklich nur die Hälfte. Und dann drücke ich das hier so ein bisschen an. Und hier muss der Kleber noch ein bisschen anziehen. Und wenn ich das dann aber hochziehe, ist auf der richtigen Stelle, an der richtigen Höhe schon mein Magnet. Und da kommt dann jetzt auch noch das zweite Designerpapierteil drüber. Dann ist der Magnet versteckt und so hat man so ein bisschen einen versteckten Verschluss. Das finde ich immer ganz süß und ganz schön. Und dann klebe ich mir das hier noch so drüber. Ja, und dann können wir eigentlich auch gleich austesten, ob das Magnet stark genug ist und die Karte verschließt. Und ja, das passt. Die hält also zusammen. Dann sieht die Karte eigentlich schon ziemlich cool aus und ist eigentlich mit lauter Resten gemacht. Okay, und so für die Deko habe ich ja vorher noch gedacht, ich brauche so was Abgestecktes hinten rein, aber ich glaube, das lasse ich jetzt weg. Ich glaube, das wird mir sonst zu viel. Ich habe jetzt hier mal zwei von diesen schönen goldenen Blättern ausgewählt. Die sind natürlich für den Herbst genial. Gewebte Blätter in Gold heißen die. Hätten diese bestellen immer hier unten, falls ihr das braucht. Und die werde ich mir jetzt so ein bisschen mit Zweigen, die ich noch ausgestanzt habe, und einem kleinen goldenen Schleifchen da noch befestigen. Und ich habe mir noch aus dem Designerpapier so ein kleines Vögelchen ausgeschnitten. Das kommt natürlich auch noch ein bisschen da drauf. Und ich glaube, ich werde auch diese Blätter mit den Klebepunkten übereinander kleben, denn die sieht man eigentlich nicht. Die sind fast durchsichtig. Und das ist bei so wunderschönen, zarten Blättern natürlich perfekt. Und dann machen wir hier hinten auch noch was drauf, dass die Blätter schon mal fixiert sind. Und auf die Blätter kommen dann die Zweige. Das ist einfach eine alte Zweigstanze. Ihr könntet die einfach mal gucken, was ihr so habt. Oft sind in Stanzformen natürlich auch Zweige drinnen, die da ganz gut passen könnten. Oder ihr habt vielleicht noch diese Zweigstanze oder eine andere. Oder er schneidet Blätter aus dem Designerpapier aus. Das geht natürlich genauso. Dann habt ihr das auch nochmal aufgenommen. So. Und darauf kommt dann noch
ein Schleifchen. Und bei den ganz dünnen, zarten Bändern mache ich es immer so, dass ich mir die Mini-Klebepunkte auseinanderschneide einmal und dann nur den halben Klebepunkt hinter, also so zusammenrolle und dann hinter die Schleife klebe. So. Und das kommt dann hier oben noch so drauf. Und so, finde ich, ist eine ganz süße kleine Deko entstanden. Jetzt kommt noch das kleine Vögelchen und ich dachte auch noch an ein paar das dann hin hier unten noch. Und wir hatten ja bei dem anderen Video auch immer diese schönen goldenen Vögelchen, dass ich das trotzdem noch mit drauf mache, weil es auch einfach so schön zu dem goldenen Band passt. Und das kommt dann hier oben noch hin. Und vielleicht können wir innen rein auch noch zwei machen. Schön, oder? Also das finde ich jetzt eigentlich eine richtig coole Kartenidee für eine Restekarte. Ganz schnell und einfach gestaltet, wenn man sich so ein bisschen bewusst ist, was man so machen könnte. Bei mir war das ja jetzt natürlich ein Entstehungsprozess. Aber ich finde, die ist richtig schön geworden und ich hoffe, ihr behaltet eure Reste auf und könnt dann diese Karte richtig schön so nachbasteln, wie sie ist. Ich lege die jetzt mal noch schön ins Bild. Und ich wollte noch sagen, falls ihr im Video ein paar Nebengeräusche gehört habt, ist hier noch eine kleine fleißige Bastelhand dabei und hat immer mal wieder sich gemeldet. Ist ja ganz klar. Also nutzt eure Reste, die ihr vielleicht noch habt von den Karten und gestaltet daraus so eine wunderschöne Herbstgeburtstagskarte. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln, kreativiert was Neues und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.